Oder Industrialisierung war ja Arbeit eigentlich was ganz anderes, als es heute Lohnarbeit ist. Das musste vermutlich ja durchgesetzt werden. Wie ist denn das Also gelaufen? in der Antike noch war ganz klar, Arbeit ist was für Sklaven, Unfreie. Und diese positive Besetzung von Arbeit ist also eine, die mit der Reformation erst kommt. Unsere moderne Form von Arbeit, als Frühform im Mittelalter natürlich im Handwerksbereich, aber setzt sich mit der Industrialisierung dann breitflächig durch. Marx nennt diesen Prozess die ursprüngliche Akkumulation. Da wurde mit Feuer und Schwert der Bauer in aller Regel von seinen Produktionsmitteln, nämlich von seinem Land, verdrängt oder vertrieben. Ein Prozess, der jetzt in der Dritten Welt auch massenweise noch stattfindet. Dieser Prozess der massenhaften Produktion des, Marx würde sagen, doppelt freien Lohnarbeiters. Doppelt freier Lohnarbeiter meint bei Marx, das ist so ein bisschen zynisch gemeint, zum einen die Menschen, die frei sind, ihre Scholle zu Hause zu verlassen und in die Städte zu ziehen, die ein Bürgerrecht besitzen, also mit der Französischen Revolution. Sie sind frei, aber sie sind gleich doppelt frei, weil sie eben auch frei sind von Produktionsmitteln, um ihr Leben anders als Lohnarbeiter fristen zu können. Sind die quasi von ihrer Scholle weg, sitzen in der Fabrik. Und jetzt gehe ich ja mal davon aus, dass sie deswegen trotzdem noch nicht mit Begeisterung 12 Stunden Vollpower gearbeitet haben. Naja, Begeisterung nicht, aber Vollpower 12 Stunden vermutlich schon. Also es gibt einen Haufen Bücher, die auch lesenswert sind über diese Zeit. Ich denke nur an Germinal zum Beispiel von Zola. Also die zeigen, wie hart die Existenzbedingungen damals waren. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder sind in die Fabrik gegangen. Eine ähnliche Situation haben wir aktuell in vielen Ländern, in Asien zum Beispiel oder in Drittweltländern, wo genau diese Phase, die bei uns schon viel früher stattgefunden hat, jetzt stattfindet. Also Bauern, Kinder, vor allem die Töchter im Übrigen auch von Bauern, gehen in die Städte, in die Fabriken, um da ein bisschen Geld zu verdienen und sind sehr direkten Kontrollen und auch Zwangsmaßnahmen ausgesetzt, also bis hin zu Prügelstrafe und sowas. Das war nicht unüblich früher bei uns in den Fabriken auch. Es gab sowas wie einen Fabrikkodex. Da stand drin, wie man sich zu verhalten hat. Die Leute mussten stehen zum Beispiel ganz häufig, also dass man bequem sitzen und so arbeiten, das war damals nicht, ja, in aller Regel. Unterordnung unter den Vorgesetzten war natürlich viel rigider als heute. Also insofern, doch, doch, die haben zwar nicht begeistert, aber doch intensiv voll Power, 12 bis 16 Stunden gearbeitet damals. Also wenn du Germinal Ja. ansprichst, da gibt es den Anarchisten natürlich, der Ja. irgendwie gleich alles in die Luft springt. Aber es geht dann natürlich in erster Linie darum, kann ich mich ernähren, aber es gibt ja auch einen Widerstand eben gegen dieses Arbeitsregime. Also so eine Unterwerfung unter eine Fabrikdisziplin, auch das beschreibt der Marx ganz toll in seinem Buch Das Kapital. Also wo Menschen im Grunde Teil der Maschinerie werden und nur noch Teilaufgaben übernehmen. Also das sind so Formen, wie man natürlich die Menschen auch dazu gezwungen hat, in einem bestimmten Arbeitstempo ja genau die Tätigkeiten zu verrichten, die sie verrichten sollen. Und dass man das überhaupt braucht, zeigt schon, dass es vorher nicht so war, ja. Also, dass die Leute halt, ja, natürlich versucht haben, ihre freien Zeiten rauszuschinden, sich irgendwo in die Ecke zu legen und vielleicht ein bisschen zu schlafen. Also, es gibt viele Formen von Arbeiterwiderstand zur Zeit der Industrialisierung bis heute, die darauf zielen, im Grunde die Arbeitshetze zu reduzieren. Um jetzt mal ein Stück weiter in die Jetztzeit zu kommen, in meiner eigenen Erinnerung, da ist jetzt zwar vielleicht in den 70er Jahren, gibt es eine hohe Zustimmung zu diesem Begriff Arbeit. Also man hat den Leuten, die demonstriert haben, gesagt, irgendwie doch erstmal arbeiten und so. Auf der anderen Seite meine Erinnerung, die ersten Jobs, die ich gemacht habe in den Fabriken, es gab auf der anderen Seite auch sowas wie, wenn jetzt Akkord gearbeitet wird, ne? Dass man sich die Information weitergibt, Power dann nicht bis zur Spitze, dass du irgendwie quasi den kompletten Akkordlohn dir abholst, die setzen das nur hoch. Das ist so eine Art Kommunikation gewesen. Und wenn man heute, zumindest das, was ich so mitbekomme, da hat man ja das Gefühl, so eine Kritik an dieser Arbeitshetze, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Jeder ist sein eigener Unternehmer und so weiter. Ja und nein. Wenn du in die Metallindustrie gehst, in ganz normalen Facharbeiter oder auch noch stärker in Un- und angelernten Bereich, da wirst du sowas immer noch finden, ja? Eine kollektive, auch so ein Bewusstsein, dass man gegenüber den Vorgesetzten, wenn die Arbeitsnormen bestimmt werden, am besten ein bisschen langsamer arbeitet, durchaus auch eine Solidarität untereinander. Also es ist nicht so, dass es das nicht mehr gibt, will ich sagen.
Was natürlich stimmt, ist, dass seit den 80er Jahren sowas einsetzt wie, man nennt es in der Soziologie Individualisierung, Subjektivierung. Ich würde sagen, die Massenarbeitslosigkeit spielt eine ganz große Rolle. Also ein Prozess, wo auf der einen Seite man sich stärker mit der Arbeit identifiziert. Zum anderen ist es so, man ist auch dazu gezwungen, stärker als früher auf die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Und die intrinsische Arbeitsmotivation, also eine, die, wo ich sage, ich arbeite für mich, ist zunehmend Voraussetzung, um gerade im Bereich der Angestelltenjobs überhaupt noch irgendwas zu kriegen. Insofern wäre ich skeptisch, jetzt zu sagen, die Leute identifizieren sich so viel stärker als früher mit ihren Jobs. Das stimmt schon irgendwie. Auf der anderen Seite müssen sie das auch tun. Und also die Konsequenz aus so einer Arbeitshaltung ist, wir sehen es in Frankreich, war es ja ganz heftig irgendwie, sind durch die Presse gegangen, diese Selbstmorde in den Angestelltenetagen. Also der Krankenstand, gerade im Bereich der psychischen Erkrankungen, nimmt zu. Also es ist durchaus trotzdem ein Druck, den sich die Leute zunehmend selbst antun, der da herrscht und nicht nur Subjektivierung und Individualisierung und alle finden das Arbeiten so schön, sondern sie müssen es auch schön finden heutzutage. Wenn das so wäre, wie du sagst, dann müsste es doch irgendwo auch ein Stück weit mehr Widerstand geben gegen diese Ideologie, die da verbreitet wird. Irgendwie jeder irgendwie ist unheimlich kreativ und jeder lebt eigentlich nur noch für die Arbeit. Also auch da würde ich sagen, ja und nein. Also dieser Zwang zur Subjektivierung und zur intrinsischen Arbeitsmotivation macht es natürlich total schwer. Also wenn man nicht mehr auf der Arbeit sagt, hey, heute kotzt mich das aber alles wieder an, ja, zum Kumpel nebenan, sondern alle halten diesen Schein auch aufrecht, dass man eben mit großer Begeisterung seinem Job nachgeht, das ist dann natürlich schwieriger in so einer Situation, kollektive Formen von Widerstand zu organisieren. Wo ich wirklich widersprechen würde, wäre der Eindruck, dass es heute keine Arbeitskämpfe mehr gäbe. Wir hatten im Zuge der Wirtschaftskrise auch in Frankreich zum Beispiel heftige Auseinandersetzungen und auch in Deutschland nehmen die Streiks eher wieder zu. Also so völlig befriedet ist der Arbeitsbereich auch hier und heute Was ich nicht. jetzt noch toll fände, wäre so ein Rezept oder vielleicht eine Kritik daran, wo verhalten wir uns vielleicht falsch als Arbeitnehmer? Also miteinander reden ist ganz wichtig. Schwierig ist eben eine Kollektivität gegen das eigene Arbeitsverhältnis zu schaffen. Ich glaube, in vielen Arbeitsbereichen ist es schon so, dass es viele Gründe gibt, wo man kollektiv Interessen vertreten nicht nur könnte, sondern auch müsste. Und es auch zu wenig Räume gibt innerhalb der Lohnarbeit selber, wo man mal gemeinsam darüber spricht, was eigentlich geändert werden müsste. Und ich bin ja auch ein bisschen traditionell in meinen Empfehlungen. Ich halte Gewerkschaften nach wie vor für ein wichtiges und richtiges Mittel, sich kollektiv zu organisieren und auch sowas wie eine Gegenmacht innerhalb der Lohnarbeit, vielleicht ja sogar gegen die Lohnarbeit zu organisieren.